Sie sehen sich als die wahren Christen, als Schwestern und Brüder, als eine Familie. Ja, ich habe am Anfang alles geglaubt. Es ist ein Lebensinhalt, es ist nicht nur eine Religion, es bestimmt das komplette Leben. Sie glauben, dass der Weltuntergang kurz bevorsteht. Ich habe wirklich an Dämonen geglaubt, ich habe an Satan geglaubt. Die existieren bei den Zeugen Jehovas tatsächlich, die sind real. Sie seien freundlich, höflich, offen. Doch wer die Gemeinschaft verlässt, so sagen es Aussteiger, kann alles verlieren. Ich als Zeuge Jehovas darf einen Ausgeschlossenen nicht einmal grüßen. Und es ist egal, ob es eigentlich ein Freund war oder ein Familienmitglied war. In dem Moment, wo man ausbricht, dann erfährt man sehr viel Kälte. Ich bin Sophie Jones. Ich bin aus einer der größten Sekten der Welt ausgestiegen. Ich bin Udo Obermeier. Die Zeugen Jehovas haben mich krank gemacht und ich habe meine gesamte Familie verloren. Die Wahl zur Miss Germany 2021, Ende Februar. Eine der Teilnehmerinnen, Miss Sachsen, Sophie Jones. Mit meiner Erfahrung möchte ich Mut machen, aufklären und beweisen, dass man trotz negativer Umstände positiv eingestellt und ein Vorbild sein kann. Es ist das neue Leben der Sophie Jones. Davor war sie eine Zeugin Jehovas. Und jetzt denke ich mir so, Gott, wie konnte ich so doof sein? Das widert mich so richtig an, muss ich wirklich sagen. Vor 2 Wochen treffen wir Sophie Jones in Leipzig. Sprechen mit ihr über ihr altes Leben. Ihr Leben als Zeugin Jehovas. Wie viele andere auch, wird sie in die Gemeinschaft hineingeboren. Ihre Mutter und ihr Vater sind Zeugen Jehovas. Ich habe mich eigentlich immer gefühlt wie so ein Freak. Ich habe kein Weihnachten gefeiert, ich habe keinen Geburtstag gefeiert, ich habe Silvester keine Böller gezündet. Also ich hätte mich selber als Kind, wenn ich mich in der Klasse gehabt hätte, ich hätte gedacht, was ist das für eine Verrückte? Weltweit gibt es ca. 8,5 Millionen Zeugen. Sie sind Christen, nennen Gott Jehova. Sie glauben, dass der Weltuntergang bevorsteht, den nur überlebt, wer Zeuge Jehovas ist. Sie lehnen Bluttransfusionen ab, feiern weder Ostern, noch Weihnachten, noch Geburtstage. Wer gegen Glaubensgrundsätze verstößt, wird oft ausgeschlossen. Wir stehen zu mehr als einem Dutzend ehemaligen Zeugen in Kontakt. Sie wurden ausgeschlossen oder haben die Zeugen Jehovas verlassen. Ich brach die Regel, keinen Sex vor der Ehe haben zu dürfen und wurde dann im Zuge dessen ausgeschlossen. Ich wurde im Jahr 1991 ausgeschlossen, weil ich eine neue Frau, meine jetzige Ehefrau, kennengelernt habe. Ich bin ausgestiegen, weil ich müde war von diesen ganzen Regeln und Vorschriften, die zum Teil bis in den intimsten Bereich des Lebens eingegriffen haben. Ich war damals 18 Jahre alt, hatte mich verliebt in einen Andersgläubigen. Ich habe mich in eine Frau verliebt, was für eine Zeugin Jehovas natürlich absolut nicht geht. Auch Sophie Jones empfindet den Glauben der Zeugen als immer strenger, je älter sie wird. Besonders nachdem sich ihr Vater von ihrer Mutter scheiden lässt und ausgeschlossen wird. Sie bleibt bei der Mutter. Nach der Trennung ist dann meine Mutter viel mehr im Glauben aufgegangen und hat ja, sich sogar ein bisschen fanatisch entwickelt. Sophie darf zum Beispiel nicht mehr fernsehen, weil das Jehova nicht gefalle. Sie hat dann den Stecker des Fernsehers quasi in eine kleine Box eingeschlossen, damit ich ihn nicht mehr in die Steckdose stecken konnte. Und eines Tages bin ich von der Schule nach Hause gekommen und da war meine Zimmertür weg, weil ich mich wohl damals immer mal eingeschlossen habe, weil ich meine Ruhe haben wollte und das fand sie nicht toll. Und auch ihren Geburtstag feiert Sophie nicht. Als Kind wusste ich meinen Geburtstag gar nicht. Also auch ich weiß es noch, da musste ich mal in der Grundschule irgendwas ausfüllen. Und dann habe ich erst mal überlegt, wann mein Geburtstag ist. Dies ist ein Video der Zeugen Jehovas, das sich an Kinder richtet. Es erklärt, warum Zeugen keine Geburtstage feiern. Was sagt denn die Bibel über Geburtstage? Sie sagt etwas darüber, aber nichts Gutes. Sie berichtet von Pharao in Ägypten und von Herodes zur Zeit von Jesus. Das waren 2 stolze Herrscher. Beide haben auf ihren Geburtstagsfeiern Menschen umgebracht. In einem kleinen Dorf in der Nähe von Augsburg lebt Udo Obermeier mit seiner Frau Leila.
Er ist 63. Bis vor 5 Jahren war er ein hochrangiger Zeuge Jehovas. Ja, ich bin hineingeboren worden. Also meine Eltern und meine Großmutter waren Zeugen Jehovas. Und da bin ich dann auch aufgewachsen, habe am Anfang alles geglaubt. Udo Obermeier wird ein sogenannter Ältester. Älteste führen eine Gemeinde der Zeugen Jehovas. Er reist für seinen Glauben um die Welt. Die Zeugen nehmen einen bedeutenden Teil seines Lebens ein. Doch mit der Zeit kommen immer mehr Zweifel. Sie werden so stark, dass er psychologische Hilfe braucht. Und das war für mich ein sehr angenehmes Erlebnis, weil ich da zum ersten Mal mit einem Menschen ganz offen reden konnte über alles, was mich bewegt hat. Und ich habe keinen Widerspruch erfahren, wie ich das gewohnt war bei den Zeugen Jehovas, sondern ich habe Zustimmung erfahren. Und das hat mir dann klar gemacht, dass ich aus dieser Organisation, aus dieser Sekte aussteigen muss. An diesen Zweifeln zerbricht seine Ehe. Seine damalige Frau ist auch Zeugin. Dann lernt Udo Obermeier Laila kennen, seine heutige Frau. Dann hat er gesagt, er muss mir jetzt was sagen. Er ist bei den Zeugen Jehovas und er ist im Begriff, da auszusteigen. Ich habe mir gedacht, mein Gott, dann geht man halt einfach raus. Ich meine, was ist jetzt da so ein großes Problem? Das Problem ist, wer von den Zeugen ausgeschlossen wird oder diese freiwillig verlässt, wird oft geächtet und verliert jeden Kontakt zur Familie, zu Freunden. Ich habe 4 Kinder und aktuell 6 Enkelkinder, ich weiß es nicht genau, vielleicht sind es auch 7, ja. Habe da keine Information jetzt drüber. Aber ab diesem Zeitpunkt war Kontaktabbruch. Seitdem habe ich mit keinen Kindern mehr Kontakt gehabt. Ja. Anderen ehemaligen Zeuginnen und Zeugen ist das ebenfalls passiert. Mein Vater, meine Stiefmutter, Tanten, Onkels, Cousins, Cousinen und auch gute Freunde haben den Kontakt zu mir komplett abgebrochen. Sie grüßten mich nicht mehr. Sie löschten mich in allen sozialen Netzwerken. Meine Tochter ist jetzt 1,5 Jahre alt und mein Bruder hat sie noch nie gesehen. Und somit hatte ich alles in meinem Leben verloren. Im Endeffekt ist es wie eine Art Tod, obwohl alle Beteiligten noch am Leben sind. Ich habe an einige für mich wichtige Menschen einen Brief geschrieben. Vor allen Dingen auch an meine Geschwister. Ihnen nochmal zu sagen, wie lieb ich sie habe und dass ich nach wie vor ihre Schwester bin, auch wenn ich nicht mehr ihre Glaubensschwester bin. Ich würde mir einfach wünschen, wieder ein Teil meiner Familie zu sein, weil ich die einfach sehr liebe und die mir alles bedeuten und ja. Meine Mutter hat nicht gleich den Kontakt abgebrochen. Das war eher ein schleichender Prozess über einige Jahre, wobei sie nun seit 15 Jahren nichts mehr hat von sich hören lassen und ich weiß auch nicht, ob sie noch lebt. Auch Sophie Jones' Vater wurde ausgeschlossen, nachdem er sich von ihrer Mutter scheiden ließ. Aber Sophie hat weiter Kontakt, bis sie sich mit 17 taufen lässt. Die Taufe ist der wichtigste Tag im Leben eines jeden Zeugen. Es ist quasi, als würde man Gott heiraten. Bevor sie zur Taufe zugelassen wird, muss sie viele Fragen beantworten. Etwa, ob sie Kontakt zu Ausgeschlossenen habe. Und natürlich wussten die Ältesten in meiner Versammlung, dass ich Kontakt zu meinem Vater habe. Und haben mich dann auch direkt darauf angesprochen und gesagt, du darfst dich nur taufen lassen, wenn du den Kontakt zu deinem Vater abbrichst. Nach der Taufe ruft sie ihren Vater an, sagt, dass sie ihn nicht mehr treffen und sprechen möchte. Es war richtig schlimm, ich habe auch so viel geheult. Aber so war nun mal der vermeintlich richtige Weg. Als sogenannter Ältester bei den Zeugen Jehovas wusste Udo Obermeier, was sein Austritt für Folgen haben kann. Darauf vorbereitet war er nicht. Ich kann mich erinnern, da bin ich auf einer Parkbank gesessen und da ist mir klar geworden, jetzt bricht mein Leben zusammen. Da war ich also fast 60, 58 oder so. Und dann habe ich das gespürt, alles bricht ein, alles bricht zusammen. Ja. Für mich waren die Zeugen Jehovas immer eine harmlose Organisation. Und es hat mich wirklich wahnsinnig erschreckt, wie gefährlich, was für eine gefährliche Sekte sich dahinter versteckt. Wir fragen die Organisation der Zeugen Jehovas Deutschland, wollen unter anderem wissen, inwiefern so ein Kontaktabbruch üblich sei.
Man schickt uns mehrere Links auf die Internetseite der Zeugen. Zum Umgang mit einem ausgeschlossenen Familienmitglied steht dort zum Beispiel, Zitat: Das Band, das ihm in Dienst für Gott mit seiner Familie verbunden hat, ist zwar nicht mehr dasselbe, doch er gehört weiter zur Familie. Udo Obermeier hat das anders erlebt. Er gründet einen Verein, der ehemaligen Zeuginnen und Zeugen beim Ausstieg hilft. Und 3,5 Jahre nach seinem Ausstieg haben Laila und er geheiratet. Auch Sophie Jones hat die Zeugen verlassen, 1,5 Jahre nach ihrer Taufe. Sie hat ein Buch geschrieben, produziert Webvideos, um über ihre Erfahrungen zu berichten. Die Frage, die die meisten von euch gestellt haben, war: Wie sieht denn mein Verhältnis zu meinem Vater mittlerweile aus? Sophie Jones hat zu ihm wieder Kontakt. Dafür keinen mehr zu ihrer Mutter. Die ist weiterhin eine aktive Zeugin Jehovas. Dennoch, der Ausstieg bei den Zeugen, sagt sie, war die beste Entscheidung ihres Lebens.